Man nehme die modernste Indoor-Fußballhalle mit Kunstrasen, die Speditionsbranche, ihre Mitarbeiter und natürlich das runde Leder als Spielball. Heraus kommt der erste oberösterreichische Speditionscup, veranstaltet von und in der Soccer Arena in Linz-Urfahr. Insgesamt 16 Teams kämpften um den Titel Beste Spedition am grünen Rasen. Mehr als ein Dutzend Speditionsbetriebe meldeten ihre Mitarbeiter zum Kräftemessen am Fußballplatz. Eine Idee, die abseits des Sportlichen vor allem eines bringen sollte, das bessere Kennenlernen der Branche und den Austausch unter Kollegen aus den verschiedensten Betrieben. Ja, die Idee zum Speditionscup ist geboren worden aus der Überlegung heraus, den Mitarbeitern der Transport- und Logistikbranche in Oberösterreich ein sportliches Highlight zum Jahresbeginn zu bieten, wo man untereinander sich austauschen kann, beruflich wie auch privat, das in sportlich gesellige Atmosphäre. So die späten Jahre, die kennen sie sicher untereinander vom Telefonieren und so, und es ist sicher eine gute Idee, wenn man sich da auch privat dann einmal trifft. Klasse Idee, ja. Wir haben tolle Mitarbeiter, die sind voll begeistert dabei. Und ich glaube, dass wir unsere eigene und auch die Partners oder die anderen Spediteure alle endlich wieder ein bisschen kennenlernt und so weiter. Während Sie im Berufsleben eigentlich Konkurrenten im Wettlauf um die schnellste Lieferung und die kürzesten und günstigsten Transportwege sind, erwiesen Sie sich am blauen Kunstrasen als wahre Sportsfreunde. Selten wurde bei einem Hobbyfußballturnier so fair und sportlich korrekt gespielt wie am vergangenen Samstag. Ins Finale schafften es schlussendlich dann die Kicker der Teams Kako Partner Air und Panalpina. Auch wenn im Berufsleben gewohnt, über lange Wege zu gehen, war der Turniertag für die Spieler von Panalpina dann doch vielleicht etwas zu kräfteraubend. Kako Partner Air holte sich den Turniersieg mit 4:0. Super Turnier. Leimann, haben wir wieder mal gesehen. Die Cargo-Partner, so wie wir beim Hackeln sind wir auch im Kicken, also immer vorne dabei. Ja. Das war ein Vorteil natürlich, gegen die Zweiten, gegen den Dritten, gegen Schenker und so. Panalpina waren wir froh, dass wir die kennengelernt haben und wir haben uns dann auch gut verstanden. Also, wir haben eine Gaude gehabt, noch da nebenbei, neben einem Platz, also neben draußen beim Trinken zum Beispiel oder so. Aber am Platz noch ist auch ein harter Übergang auch, also es war schon ernst dann auch. Aber es war natürlich, waren wir froh, dass wir die Leute dann so kennengelernt haben. Also es ist selten, dass man sich so trifft, jeder hat ja im Beruf einiges zu machen, hat natürlich auch privates eine oder andere zu machen und da dann einfach wieder zusammenkommen, auf ein paar Stunden miteinander was zu machen, ist natürlich eine Spitzenangelegenheit. Zusammengefasst Kompliment an alle Teams und vor allem auch an Initiatoren und Organisatoren des Branchenturniers. Nur ein kleiner Schönheitsfehler, meine lieben Herren. Bekanntlicherweise arbeiten ja auch Damen in der Speditionsbranche. Vielleicht dürfen die ja auch künftig mal ran an die Bälle. Wer würde sagen, die Damen sind da zum Anfeuern? Aber demnächst würde ich gerne mal spielen, ja. Rechter, schlechter kann es nicht sein. Vielleicht hätte man dann sogar einen Vorteil mit denen. Naja, leider Gottes fehlen die ein bisschen. Und muss ganz ehrlich sagen, unsere Damen, die sind am Hahnenkammrennen. Die sind alle nach Kitzbühel gefahren, leider Gottes. Ja, die Damen, die sind ein bisschen unsportlich, weiß ich nicht, bei uns in der Firma. Und ja, die interessiert es nicht so. Aber meine, wir haben sehr versucht, dass sie mitkommen. Aber die haben wir nicht motivieren können. Meine Damen, dieses Vorurteil gilt es natürlich zu entkräften. Und die Möglichkeit dazu gibt schon bald. Am 8. März spielen die Banken und Finanzdienstleister, und zwar beim sogenannten Monetencup. Infos und Anmeldungen unter www.soccerarena.at.